Hallo und herzlich willkommen. Wie versprochen sind Ryukat, also Knoll und ich zurück bei der Division und unserer zweiten Folge. Die spielen wir jetzt zusammen und ich sehe ja gerade, was du für eine geile Brille anhast. Du bist ja ein richtiger. Ja, ne? Warte, also, ich muss es immer zeigen hier. Du bist ja schon ein kleiner Stylo, Milo. Ja. Aber. Also, ne? Ich habe keine Frisur gefunden. Eigentlich wollte ich den so ein bisschen mehr nachempfinden. Oder wie ich mich gerne hätte. Also, ich hätte auch gerne so einen geilen Bart, aber ich habe leider nicht so einen extremen Bartwuchs. Ich habe mehr so Stoppelwuchs. Okay. Deswegen. Ja, ich hab meiner schaut genauso aus wie ich. 1:1, muss man ja sagen. Ja, genau. Richtig schön kastanienbraune Haare. Richtig. Wie der Alkarama auch hat. Okay, wir spielen weiter. Ja, besser ist das. So, die Revierbelagerung. Da müssen wir auch nicht weit laufen, sind nur 200 Meter, das geht ganz gut. Ja. Man merkt bei Ryo, er ist ein bisschen langsamer. Das liegt auch, weil er im wahren Leben größer ist. Hat es lustig ausgesehen. Deswegen bin ich langsamer. Ich habe mir das angehört. Ich bin da so ein bisschen der gemächliche Spieler. Ich muss da nicht hinrushen. Ich habe mir gerade die Story angehört. Ach, rushen. Solange es hier so ein bisschen Story gibt. Nee, ich rush alles. Ich mache so den Leroy Jenkins. Ja, ich merke das schon. Nee, ich wollte mir das kurz mal anhören, was er so zu texten hat. Außerdem sah das Icon ein bisschen anders aus. Deswegen habe ich jetzt für etwas Spannendes erachtet. Und wird es gerade hell übrigens? Ja, es wird gerade hell. Oh, guck mal, die Golden Gate Bridge. Hey, das ist nicht witzig, nur weil ich mit der Waffe an ihm vorbeilaufe. Am liebsten hätte ich mal bam, bam, bam. Aber gut, kann man nicht machen. Wäre politisch nicht korrekt. Elsie sagt so, bleiben wir einfach freundlich. So, Revier. Kann man eigentlich so einen Zivilisten, kannst du den so einen Zivilisten eigentlich umnieten? Einfach so, wenn du Bock hast, oder? Ich glaube nicht. Ob's nicht? Also ich glaube, ich versuche mal die erhöhte Position einzunehmen. Ach, wir sollen's verteidigen? Ja. Oh, oh. Ui! Ja, die Explosionen hören sich ja auch cool an. Ja, es ist. Oh, der hat sich selbst in die Luft gesprengt. Auch Schnieke. Er schmeißt eine Granate. Er schmeißt eine Granate auf mich? Ja. Was bist denn du für einer, ey? Deswegen habe ich es gerade nicht mehr als so wichtig erachtet. Ah, jetzt schmeißt aber einer zu mir. Ja. Oh. Aber ich habe hier eine gute Stellung. Das ist auch das, was so ein bisschen das Spiel auszeichnet, dass auch Stellungsspiel belohnt wird, das Parkhaus erreichen. Oh, verschwommene Sicht, ich hab einen Debuff bekommen. Wir haben einen Agenten zur 84. geschickt, aber alle Eingänge sind blockiert. Division, das ist die beste Nachricht seit Monaten. Wie komm ich da von hier? Nee. Ich dachte, ich kann hier vielleicht irgendwie rein. Da geht's rein, los. Was hab ich da jetzt bekommen? Ist ja witzig, wie hinten an meinem Rucksack dann immer angezeigt wird, was ich so habe an Gold und so, oder an Geld. Nicht an Gold. Alter, da ist jemand schon bei World of Warcraft, hat er schön Gold gelootet. Right! Oh, den hat's voll erwischt. Also dadurch das Stoff konnte ich so ein bisschen durchschießen gerade. Zumindest bilde ich mir das ein. Zumindest bilde ich mir das ein. Oh. Danke. Bitte. Sah es gerade so aus, als bräuchtest du Hilfe. Ja, ich war gerade im Reload. Ja, das habe ich mir gedacht. Hat der gerade Bastard gesagt? Ich weiß es nicht. Der kriegt eine Granate. Aber der spielt. Oha, da war eine. Da wäre ich fast zu nah rangelaufen. Hier noch irgendwo Munition? Nee. Manchmal läuft sie bei mir so ein bisschen komisch. Da ist die Synchronisation. Ich laufe nie komisch. Warum ist da eigentlich so ein Ausrufezeichen? Ach, das ist scheinbar auf dem Dach. Die brennen alle. Haha. Weil ich das Fass in die Luft gejagt habe. Hast du nice gemacht? Ja, finde ich auch. So, ich heile mich mal. Einfach nur, weil ich es kann. Oh, hier ist wieder so eine Nachfüllkiste. Oh ja. Pistolenmunition erhalten. Aber keine Granaten. Also Granaten scheint man nicht an jeder Kiste zu bekommen, an jeder Nachschubkiste. Es gibt im Safehouse noch so eine Kiste. Und dort bekommt man tatsächlich auch Granaten. Warte mal, lass mich da. Kannst du da eine Granate hinschmeißen? Ja. Wenn wir schon so sneaky. Oh.
Jawoll! Der wollte eine Granate schmeißen. Oh, da kommt eine ganze Menge, hey. Jawohl. Okay. Komm raus, egal wo du steckst. Ach, da ist noch einer. Ja, da war einer. Nochmal so ein erstes Hilfeset. Ich liebe es zu looten, ey. Allein schon looten in einem Spiel, da weiß ich genau, wie viel Spaß ich an sowas habe. Stundenlang könnte ich looten. Gib mir das Loot, gib mir das Loot. Liebe Kisten. Ich möchte sie öffnen und mich hineinlegen. Warte, nein, das ist falsch. Ja. Hört sich ein bisschen an, als ob es. Oh, warte mal. Oh, öffnen? Schrank looten, Nahrungsmittelkonserve. Ich bei mir auch, genau, auch eine Nahrungsmittelkonserve. Give me that loot. Give it to me. Oh, kann man irgendwie Licht anmachen? Gibt's irgendwie so Licht? Nick mich hier so durch, ja? So wie ein Spezialagent. Und ich mach's zunichte, gell? Ja, ich wollte gerade richtig schön. Warte, durch die Wand kann ich nicht schießen. Oh, warte mal. Wie schaut denn das aus? Kann man das... Kann man das essen? Nee, ich dachte mir nur, ich wollte hier mal das Glas zu schießen. Was war das? Ach, das warst du. Ja, ich finde das. Schau mal die Grafik von dem. Das ist so schön, ey. Dachte gerade, was ist hier gerade zersprungen? So, Tastatur benutzen. Ich benutze hier mal die Tastatur. Und Pistolenholz, da habe ich gefunden. Oh. Holt mich hier raus. Die oberen Stockwerke durchsuchen. Kriegen wir hin. Die Wasserflasche rhythmisch an meinem Rucksack baumelt. Ey, ich weiß nicht. Ich will es nicht zu sehr hypen, aber es fühlt sich so rund jetzt schon direkt an. Also der Shooter-Part fühlt sich super an. Das schaut jetzt auf zu hypen. Geil aus, ey. Schaut das geil aus. Hype. Oh, guck mal, hier können wir Schattenspielchen machen. Willst du mit Schattenspielchen machen? Warte, ich komme. Können wir hier machen. Das ist eine Erste-Hilfe-Kiste. Alter, wie er eine Erste-Hilfe-Kiste findet. Aber ich glaube, ich habe schon. Ich bin voll, deswegen. Er schaut super aus. Aber da ist, glaube ich, immer auch ein bisschen Geld oder sowas kann da, glaube ich, drin sein. Da blinkt immer hinten da mein Rucksack auf, das von wegen irgendwas. Was kann ich denn? Zeig mir doch hier auch noch irgendwas an. Ach, ist das der Automat da draußen? Nee, da ist noch was zum Öffnen. Ha, jetzt da. Ach, da ist es. Gefunden. Im Copy Room. Können wir nix. Mein, hätte ich jetzt Bock, hier direkt eine Runde Billard. Oh, da sind Kisten. Kisten. Öffnen, den Kühlschrank. Fenster. Müsli-Riegel. Nahrungsmittelkonserve, na toll, du kriegst den Müsli-Riegel. Ich krieg einen Müsli-Riegel, ja. Ich krieg eine Konserve, wieder nur Ravioli. Was haben wir hier? Ah, ich bin schon voll. Was ist das? Da war irgendwas, ich glaube wieder Health Pack oder so. Aber ich könnte eigentlich... Feinde entdeckt. Du nur wieder. Wo kann ich denn eigentlich so ein... Ah, einmal kurz drücken, alles klar. Okay. Oh, ich sag kein Feind. Das war kein Feind. So, kann man die eigentlich irgendwie auch im Nahkampf umhauen? Ich glaube ja, aber ich kann ja nicht sagen wie. Mein Gott, ey, Leute. Ich wollte euch gerade versuchen, im Nahkampf umzuhauen. Geh weg mit dem Basie. Du wirst doch nicht. Schützender Schoner. Irgendwie wollte ich schon sagen. Du siehst ziemlich ramponiert aus. Ja, ich bin auch tot. Du bist ein bisschen tot. Ich kann mich hier noch wegrobben. Mach's mal erstmal weg. Ah, aua. Ich robb mich noch weg. Ah, wo kommst du denn her? Okay, das war jetzt ein bisschen mad, da vorne reinzulaufen. Ich robb mal zu dir. Boah. Wiederbeleb mich. Schnell, ich warte. Warte auf Wiederbelebung. Beleb dich wieder. Okay. Unsere Verbündeten sind, glaube ich, auch umgekippt. Boah, dauert das lange, hey. Danke. So, ich glaube, ich nehme mal den hier. Bitteschön.
Ah, also da konnte man durchschießen übrigens. Eieiei. Okay, das war natürlich, das war jetzt ein bisschen mad, muss ich gestehen, dass ich da so rein bin. Aber okay, man kann auch sterben. Das wollte ich damit nur zeigen. Du bist ein Mad-Fragger? Nee, ich bin der Mad-Fragger. Oder wie war das jetzt? Ja, irgendwie. Was? Faggot? Nee, Fragger. Achso. Der Mad-Fragger? Mad-Faggot? Plündert woanders weiter. So, da ist doch eine Kiste. Ich heil mich mal gleich wieder. Besser ist das. Man hat ja gesehen, das wenn man nicht auf seine Gesundheit achtet, was dann passiert. Dass es dann schnell geht. Deswegen Finger weg von den Zigarettenstummeln. Oh, da ist noch was zum Looten. Das loote ich noch. Kann ich auch einen Helikopter fliegen? Oh, er hat einen Helikopter gefunden. Ich muss schnell hoch. Der ist gerade weggeflogen. Nein, kein Helikopter für mich. Also man hat gesehen, die Deckungssuche macht durchaus Sinn. Eieiei, die machen einen Schaden, ey. Ja, ja, also so, ich war vorher mittendrin auf die Leute drauf. Also es ist echt ein Deckungsshooter. Boah. Granate! Na, das ist ja hervorragend. Boah, wie viele halt auch. Ich komm mal zu dir da vorne. Zack. Ich glaub, da kann man auch so durchschießen. Man kann übrigens auch blind feuern. An alle, die das vielleicht interessiert. Also ohne, dass man großartig zielt. Oh, da Ripper, ist Boss. Da ist ja ein Boss, ja. Boah, ich krieg von irgendwo schon wieder richtig dick. Ist das eine Flashbang oder ist das eine Rauchgranate? Keine Ahnung, was das war. Hat auf jeden Fall Bumm gemacht. Boah, der Ripper macht echt Schaden, du. Der Ripper ist tot. Sehr nice. Boah, Granate. Der hat auch was Grünes fallen lassen. Loot, loot. Oh, bei mir auch ein Wachpersonalpolster. Hier ist noch mehr Erste Hilfe. Eine Atemschutzmaske nehme ich auch mit. Ne, Erste Hilfe. Sieht doch ganz gut aus. Ja, nice one. Nice one. Gibt's hier noch irgendwas zum Looten? Ne, ich habe hier nichts mehr gesehen. Was? Seil loslassen? Achso. Yeah. So, wie komme ich da jetzt runter? So geht das runter. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Brooklyn ist stabilisiert. Ach, Brooklyn. Alter, jetzt habe ich aber eine geile Knarre bekommen, du. Es sind jetzt noch ein paar mehr Agenten. Knarre bekommen? Ja. Deine grüne Waffe? Oder die grüne, oder? Nee, nee, hier ist... Ah, Polizeiversion. Genau. Nice. Waffeneinführung gibt es jetzt hier für uns. Also gerade oh, ich sehe es gerade. Die SPS-Statistik zeigt den Schaden pro Sekunde. Ja, das macht Sinn. Und öffnet detaillierte Übersicht, statistische Werte, Gebrauchseigenschaften. Also man hat hier auch wirklich schöne Vergleiche. Also das ist, man wird hier gut an die Hand genommen, muss ich sagen. Begeben Sie sich ins Inventar, wählen Sie eine andere Waffe aus und drücken Sie G. Das probiere ich mal aus. Lito. So, und G ja, drücken. Ja, perfekt, geht echt gut. Wird natürlich ausgewählt. Ah. Das ist die Anglück, die ausgewählte. Viel höhere Präzision hat die M4. Eine etwas höhere Nachladezeit, aber eine bessere Reichweite. Stabilität ist eigentlich gleich. Ich finde auch wirklich schön, wie du schon gesagt hast, dass wenn man Sachen hat, die besser sind als das jetzige, dass es echt direkt mit so einem Ausrufezeichen gekennzeichnet wird, dass man da schön schnell drin ist. Ja, das dauert nicht so lange, bis man den ganzen Quatsch dann gefunden hat. Also muss man nicht so rumkramen. Wo muss man lang? Da ist so ein Ausrufezeichen. Müssen wir da zum Ausrufezeichen? Nach Manhattan begeben, ja! Und das ist eigentlich für eine... Ach, Talent. Experte. Wenn die Gesundheit des Ziels unter 30% liegt, richtet diese Waffe 100% mehr Schaden an. Habe ich nicht so den Eindruck gehabt, dass ich das schon von Anfang an hatte, aber gut. Gut zu wissen. Das ist meine Pistole. Habe ich irgendein Talent? Für...
So, nach Manhattan sollen wir gehen, ne? Jupp. Und ich glaube, da wird jetzt auch noch mal wieder ein bisschen Intro abgespielt. In Manhattan, meinst du? Ich glaube, beim Rüberfliegen passiert jetzt was. Das habe ich, wenn es das gleiche ist wie in der Beta, dann sehen wir da gleich noch ein bisschen was, ja. Hat aber ein bisschen höheren Recoil als die MP5. Klar, ist ja auch ein Sturmgewehr anstatt einer Maschinenpistole. Allerdings gibt es dafür, glaube ich, gar keinen Wert. Also das muss man selber rausfinden, so, was einem liegt. Ich halte mal die Fresse, weil ich glaube, hier könnte jetzt sein, dass man ein bisschen Szene sieht. Da drüben, hinter dem Gebäude ist eine Bar. Der beste Whisky Sour von Manhattan. Falls wir die Stadt retten, spendiere ich einen Drink. Sorry, wenn wir sie retten. Ah, da kommt er. Der Rest von uns sitzt in diesem Heli. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Dann los! Willkommen, Agent. Ja. Jetzt Verbindungsaufbau. Der Verbindungsaufbau, ja, bei mir auch. Willkommen. Aber man sieht schon, da geht schon rund, auch mit der Brücke, mit dem Help und so. Das war alles wirklich, das ist schön durchdacht. Die Szenerie, die passt, die Optik dazu passt auch. Manhattan haben sie echt gut hinbekommen. Also man fühlt sich schon so ein bisschen mittendrin. Und wieder Video. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Gute Arbeit, Agent. Da kommt er. Dann los! Der beste Whisky Sour von Manhattan. Bleiben Sie wach! Ich brauch Sie! Sorry. Wenn wir Sie retten. Hey! Halten Sie durch! Sie müssten erst gleich auf der rechten Seite sehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. JTF 68 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja. Zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, JTF 68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue ihm. Das muss ich wohl.
Ich hoffe bei Gott zurecht. Willkommen am Hudsonpier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Ja, da ist er ja schon, der Gnoll. Da ist er. Der Alcaramba. So, ich würde sagen, wir können eigentlich in der Folge noch gut dahin laufen. Das geht eigentlich zeitlich. Dann auf. Wenn wir hier so ein bisschen sprinten. Ach, da sind wir jetzt unsere Operationsbasis errichten. Genau, da ganz genau geht es jetzt los, wo dann das Spiel sozusagen seine Szenerie und das, die Operationsbasis verändert sich ja im Laufe der Zeit auch dann noch, was wir alles erreichen. Also da passiert einiges. Hm? Mich alles neu hier. Es schaut einfach so gut aus. Ach, hier ist dann die Einsatztafel, Verkauf, Verkäufer. Genau, da kannst du auch nochmal handeln, da ist auch nochmal ein bisschen was los. WTF-Offizier. Und von hier aus könnte man dann rein theoretisch sogar schon in die Dark Zone, oder wie? Nee, das ist dann wirklich in der Stadt. Da wirst du jetzt auch so ein bisschen angeleitet. Du musst auch dann nachher da schon hin. Also in einer der ersteren Missionen, wenn das so ist wie in der Beta. Mhm. Also man wird schon so zur Dark Zone geführt auch schon. Dann, aber jetzt geht's erstmal ins Hauptquartier müssen wir jetzt erstmal. Wo waren wir denn jetzt hier gerade? Ich muss mir das mal kurz angucken. Ja, klar. Das ist hier so ein errichtetes am Pier selbst. Am Pier und wir müssen jetzt rüber bis nach zum Postamt quasi. Genau. Okay. Na dann. Ja, ich will mir das alles mal noch so ein bisschen in Ruhe angucken. Also nee, es tut mir leid. Also ich will hier nicht zu schnell vorlaufen. Von dem her, nimm dir deine Zeit. Bin da kommt der alte Rollenspieler durch. Ja, bei mir ist aber einfach, wie so im Museum, weißt du, ich gehe da einfach zack durch. Knopf drücken, das war so im Deutschen Museum. Wenn es irgendwo einen Knopf zu drücken gibt, dann drücke ich den Knopf, guck mir kurz an, was passiert. Freue ich mich tierisch und ja, dann geht's auch weiter. Aber ich kann einen Knopf drücken. Alter, das ist echt so. Das hat sich in den letzten 28 Jahren nicht verändert. Jetzt sind wir hier. Guck mal, hier sieht er Chelsea, dann sagt er Stufe 2 bis 4. Da gibt's auch zum Beispiel, was gibt's denn da überhaupt? Die richtige Vorgehensweise. Diskussion, wie man Zivilisten beraubt. Einsammeln. Gibt's EP. Okay. 300 sogar. Geben Sie nach. Vor allem mit Kindern. Ja. Und wenn nicht, dann geht das auf Sie. Sie sterben nur dann, wenn Sie sich dafür entscheiden. Sie haben die Wahl. Das ist doch Blödsinn. Ja, aber ich gebe reichen Arschlöchern keinen Freifahrschein, nur weil sie Familie haben. Jeder hat Familie. Und meine verhungert. Jetzt sei ein Mann und lass es uns tun. Schön, dass Sie noch. Naja, da kriegt man so ein kleines Szenario, wie man plündert. Mhm. Auch Schnicke. Sehr interessant. Cool gemacht. Also jetzt zeigt nochmal so ein bisschen die harte Welt. Absolut. Hier sieht man gleich Stufe 3 bis 5. Also da kommt mein neues Gebiet rein. Nichts, was sie wollen. Nochmal 400 EP, weil man es entdeckt hat. Ja. Und wie gesagt, hier ist erstmal ruhig. Hier sind noch ein paar Zivilisten. Also da ist jetzt erst nochmal so ein bisschen... Okay, der eine krepiert hier halb. Ja, genau. Ja, man kann eine Ratte erschießen. Neuer Kampf, Virusforschung. Man kann auch jetzt hier zur Virusforschung hin, da gibt es so ein Zwischenquest. Oh, das war ein Böse, ist mir erst zu spät aufgefallen. Aber NP läuft. So, wir gehen jetzt aber erstmal zum Hauptquartier. Wir gehen erstmal zum Haupt, ganz genau. Okay, dann markiere ich mir das mal wieder. Ich muss das auch noch machen. Wo ist denn das da? Aber da vorne kommt so ein blaues Ding, das glaube ich, müssen wir auf dem Weg dahin eh verfüllen. Ja. Und sie haben wohl keinen Anführer. Aber die JTF ist überlastet. Müssen die Basis scheinbar komplett so zurückerobern. Ja, genau. Ich bin ja da. Oh. Kommt mir das nur so vor, oder hat die Waffe eine höhere Feuerrate als die MP?
ja, auf jeden Fall ist der Damage auch krass viel größer. Feindkräfte nähern sich. Da ist eine blaue, ein grünes Ding. Ich, Dito. Rekrutenrucksack. Einfache Mütze. Direkt eine Mütze. Anlegen. Hätte ich jetzt gerne Granate, du. Ich hab noch zwei. Aber das sind ja nur so wenige hier. Jetzt auch nicht mehr. Sehr schön, da ist noch was Grünes. Oh, ich hab nichts Grünes. Pfui. Doch, da ist was. Ne, da ist nichts Grünes. Ich hab hier nur. Personalweste. Die ist sogar besser als meine. Gleich wieder angelegt. Oh, nice. Es läuft. Der Loot, der läuft. Der Loot, der läuft. Direkt hier richtig am Looten. Herzlich willkommen zu Tom Loot Craft. Tom Loot Craft. Bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer. Answer. Wer sie auch sind, sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe sie. Scheiß drauf, wir nehmen alles, was sie haben. So, und jetzt die Operationsbasis sichern. Da wird auch mal ein bisschen geballert. Aber passen Sie auf, dass Werkzeug entdeckt. Was heißt denn Werkzeug entdeckt? Achtung, Wechsel auf lokale JTF-Frequenzen. Einheit 43? Vorsicht! Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Egal. Oder auch Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Agenten der Division. Wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke. Los. Wo hast du jetzt was entdeckt? Ja, hinten war so ein Werkzeug entdeckt, stand da. Aber irgendwie bin ich nicht schlau geworden, was ich da machen kann. Oh. Oh, Granate. Ja. So, erwischt. Da ist noch ein Boss. Owl heißt der. Aua. Hätte man noch ganz gerne eine gute Handfeuerwaffe. Ja, da habe ich eine bisschen stärkere bekommen. Die macht auch ein bisschen mehr Wumms. Also als Alternative zu meiner so, Pistole. Eine etwas bessere Pistole. Was gibt's da noch? Erwischt. Und in den Rücken geschossen. Was haben wir hier? Eine... hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. So, was hältst du von dem dicken Cliffhanger, dass wir hier aufhören und erst in der nächsten Folge in die Basis laufen? Bin ich gut, wenn du das schon so vorschlägst. Ein Cliffhanger par excellence. Ja, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart in der zweiten Folge von The Division. Und in der dritten Folge seht ihr dann diese Basis und wie es da drin aussieht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.